Touch. Hallo und zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, noch meinen Koffer ein bisschen zu packen, weil für mich geht's heute wieder zu Sammy. Ich war heute wieder zu Sammy, weil zum einen, um seinen Geburtstag zu feiern, er hat nämlich morgen Geburtstag und wir feiern heute rein. Zum anderen werden wir auch noch drehen und so und von dort aus werde ich dann auch zu meiner Familie weiterfahren und dann über die Osterfeiertage dann da sein. Und ja, ich habe mich jetzt bereits schon fertig gemacht. Also wir haben jetzt gegen 8 Uhr morgens und ich war heute Morgen einfach so todmüde, weil meine beste Freundin war gestern auch da, auch relativ spät noch und dann musste ich danach noch Koffer packen und so und ich bin erst vor spät schlafen gegangen. Und irgendwie um 5 Uhr morgens hat Nini dann die ganze Zeit an meiner Tür gekratzt und hat mich einfach nicht mehr schlafen lassen. So Leute, ich bin jetzt übrigens mittlerweile im Zug und schon in Dortmund angekommen. Ich muss in Köln später umsteigen. Und ja. So Leute, ich bin jetzt in Köln angekommen. Und muss mich jetzt beeilen, weil mein Zug hatte Verspätung. Ich muss jetzt schnell den Anschlusszug erreichen. Ich habe gerade Paola und so hier getroffen, direkt als ich ausgestiegen bin. Die haben mir irgendwas gedreht. Aber ich konnte nur schnell Hallo sagen und musste dann schon weiter. Was? Okay, ich renne mal jetzt zum Zug. So, ich bin jetzt angekommen und ich werde mir jetzt ein Taxi nehmen, weil Sammy mich nicht abholen kann. Ah, ich bin schon so kaputt, ich bin so oft eingeschlafen im Zug, weil ich so müde bin. So, ich müsste einmal, Moment, ich schau kurz nach. Mirkan, wach auf dich, tschüss. Mach auf. Hallo. Ich freue mich gerade voll. Ich sehe jetzt gleich mein Kind wieder. Du. Opfer. Hier. Ich bin jetzt gerade eben reingekommen. Hello, verpiss dich mal. Hello. Hello. Gut, und dir? Auch ganz gut. Gib her. Es kommt in meine Kammer. Okay. Oh, hallo. Geht's? Guck mal. Wow, fest. Weißt du schon bei der Ankunft, oder? Hallo, ich hab schon auf Snapchat gesehen. Oh, 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 ich bin auch damit. Geil, sogar die Kerzen. Sammy, wollen wir das auch schon? Kann man das schrecken? Wurde geöffnet. Schlammbieter, nehmt euch jetzt. Das oh, ich hab geile Schienbeine. Opfer. Wie heißt das auf Englisch? Schienbein. Schienbein. Schienbein, Schin. Schin, Schin, Schin. Hey, guck mal, aber in der Kamera sieht es nicht so krass oder aus. Hier schon. Alter. Hallo. Alter, hier haben wir jetzt eine Nebelmaschine angemacht. So, heftig. Wann geht die Party offiziell los? Eigentlich um 19 Uhr. Okay, weil ich muss nur meine Haare locken. So, wegen. Okay. So Leute, ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben uns jetzt schon mal so ein bisschen fertig gemacht. Ich gehe als Bellatrix, deswegen habe ich mir jetzt erstmal Locken reingemacht. Und ich muss noch ein bisschen mehr zerwuscheln und so, weil sie hat ja so richtig so Busch. Anno macht sich hier gerade noch fertig. Ich schau mal, was die anderen machen. So, ich habe jetzt einfach ein schwarzes Kleid angezogen und ist mein Zauberstab. Dene. Also, ich hab dich vermisst. Ich würde sagen, gleich wird es Zeit für den Herbst. Alter, du hast meinen Vater getötet. Dein Vater? Hä? Dein Vater! Hat er gar nicht. Nee. Hat er gar nicht. Also, hat er gar nicht.
ich hab's verstanden. Das muss warten noch 10 Minuten. Das ist erstmal aufwärmen. Ja, ja. Verstehst du, weil du eine Frau bist? Ja, ach nein! Macht keinen Sinn, wenn ich dann eher sage. Ja, das ist schon witzig, weißt du, so Fehler. Anis Outfit Espresso! Ist... Espresso! So geil. Meine, Alter, Leute, seht ihr diesen Nebel? Sammy, übertreib es, guck mal. Man sieht einfach nichts mehr. Sammy, findest du nicht, dass das ein bisschen zu wenig Nebel ist? Hier? Ja, ein bisschen zu wenig. Viel zu wenig, Sammy. Das muss jetzt noch ein bisschen aufwärmen. Er dachte, du meinst ernst. Ja, er denkt richtig, meins ernst. Je mehr, desto besser, Alter. Man sieht schon fast das nichts mehr. Das soll auch so sein. Vorhin saß Steffi so auf dem Sofa. Ich dann so, wer ist das? Ich dachte, es ist der Shanti. Übertreib das mit dem Nebel! Man sieht einfach nichts mehr. Leute, man sieht nichts mehr. Wer ist da? Wer ist da? Anu! 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 Ich hab mich abgepackt und komm nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Alter! Ich muss ihn noch aufsehen! Du musst erstmal in diese Nebelwelt reinkommen. Emma, komm mal her! Süß! Oh, das ist geil, das macht. Die hat Donny gebacken. Hat Donny die gebacken? Oh mein Gott, ich sterbe, wie süß! Die ist so schön! Mama, so, Mann, das, ich kann auch noch was nehmen. Dankeschön. Kannst du einfach. Dankeschön. Also gerade sind Burger angekommen und jetzt kommt Pizza! Ich freu mich gerade so. Und ich nicht hasse für unser Freudentanz. Boah, die riesige. Oh, geil. Dankeschön, tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mir 2-3 Minuten gewundert, dass ich was muss. Handling aufmachen. Yes, sir, I'm coming from my district. My texture is the best for this dinner. Oh, 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 Ja, jetzt ist es wieder so, wie du es nicht magst, wenn das so rauscht. Was kannst du nicht einfach am Licht? Soll ich sagen? Los, ja, hi, was ist jetzt mit dem? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir alle kriegen jetzt diese Cupcakes. In den Cupcakes sind unterschiedliche Smarties drin, je nachdem, welchem Haus wir jetzt. Also wir werden sozusagen jetzt herausfinden, welches Haus wir angehören. Toll. Rot. Grün. 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 Ich gehöre Slytherin. Ich bin Slytherin. Scheiße, auf, ist auch. Ich will auch auf Slytherin rein. So, Sammy schneidet finally die Torte an. Sind die alle raus? Das ist das Beste. But around of the clouds. Was hast du da? Mein Ernst. Yeah. Mach das weg, das ist ein Hass. Geil! Und ich gebe ihm mein Geschenk erst später, weil es noch nicht komplett ist. Leider ist nicht mehr rechtzeitig alles angekommen von meinem Geschenk. Wieso sehe ich aus wie, nicht wie ich? Oh, jetzt sehe ich schon. Ja, aber die Quali ist gerade irgendwie voll komisch. Ja, das wird wieder so versetzt sein. So, kennst du dieses... So, wo es alles wieder...
Sammy, ich traue mich nicht, sie zu wecken. Ich traue mich nicht, sie zu wecken. So Leute, die Party ist jetzt vorbei für die meisten. Ich habe versucht, dich zu wecken, aber ich habe mich nicht getraut. Jedenfalls sind die meisten schon weg. Wenn sie das Bett fertig machen. Gute Nacht. Gute Nacht. Shanti und ich werden hier auf dem Sofa pennen. Und ja, das war auf jeden Fall echt. Ne? Also wir haben gegen Ende hauptsächlich gechillt und haben so ein bisschen die Harry Potter Filme noch parallel geschaut. Und es war irgendwie echt cool. Und es war echt ein schöner Geburtstag. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog.